Und hallöchen Leute, willkommen zum 21. Let's Test mit der schönen Einleitung. Begrüße euch ganz herzlich zu Lightning Returns Final Fantasy 13. Passend natürlich zum neuen wunderschönen Let's Play von Final Fantasy 7, habe ich gedacht, werde ich euch hier den PC-Import für Lightning Returns präsentieren. Und bevor wir hier weitermachen mit dem Let's Test, hier habt ihr oben im Bild noch eine Möglichkeit, mich zu adden bei Final Fantasy Record Keepers. Das ist ein persönliches Foto von meinem iPhone, wo ihr mich noch adden könnt, weil ich habe noch 4 Plätze frei unter meinen Followers und ansonsten bin ich rammelvoll und ich habe zurzeit Sephiroth auf Level 66 und die beste Limit Break, was es zurzeit gibt. So, dann werden wir natürlich sofort starten. Machen wir es gleich auf normal und werden uns den einfachen Modus anschauen. Es ist wunderschön importiert worden. Es wird auch gleich was kommen, wo ich anfange zu lachen. Dieser Let's Test wird ein bisschen länger dauern wie ansonsten die Let's Tests, weil es viel Einführung gibt und viele Anfangsvideos, das ist klar. Und natürlich werden wir erstmal jetzt am Anfang gleich ein bisschen lachen, aber das werdet ihr sehen. Dieses Spiel läuft auf flüssige 60 FPS für den PC, also wird es wunderschön imported für den PC noch dazu und natürlich auch die FPS hochgeschraubt und ein bisschen die Grafik verfeinert. Auf Steam habe ich das für 14,10 € im Angebot für 10% erhalten, ansonsten bekommt ihr es für 15,99 €. Dann fangen wir gleich mit dem Normalmodus an und schauen wir uns mal ein bisschen an, was ein bisschen der Anfang von Lightning Returns so kann. So, natürlich, das wird jedem jetzt auffallen hier. Was sehr, sehr witzig ist, es sieht wie das, jetzt kommt es auch gleich, Speichern abgeschlossen natürlich und Lightning Returns Final Fantasy 13 speichern in regelmäßigen Abständen automatisch den aktuellen Spielstand. Während des automatischen Speicherns wird in der oberen linken Bildschirmecke ein Symbol eingeblendet. Rufe mit, ja, Escape den Pause-Bildschirm auf und wähle Speichern, um manuell zu speichern. Hinweis, der Menüpunkt Speichern ist nicht immer verfügbar. Und da kommt das zum Lachen. What the fuck? PlayStation 3? Bitte das PlayStation 3 System nicht ausschalten, solange das Speichersymbol eingeblendet ist. Was soll der Case? Das hätten sie doch wenigstens beim Import besser machen können. Aber naja, das ist das Witzigste daran. Aber wir werden natürlich jetzt weitermachen mit dem Let's-Test. When I awoke from my dreamless sleep, I was just in time to witness the end of the world. It's beginning. The feast at the end of time. The last revelry to say farewell. The people here know that it's almost over. Yeah. Only 13 days to go. Thank you.
Snow, it's been a long time. You know what I am, and you know what I want. I can take a wild guess. You want to save it. The legends had told of her coming. Banisher of darkness, bringer of light, redeemer of souls. She'd come at the end of days to guide our souls to salvation. Damn you, lightning! What's it gonna be? You gonna try to kill me? It's over. You're a regular angel of death, Light. So now what? This is the bit where you save my soul? I could help you, if that's what you want. Damn it! What kind of answer is that? Now that isn't going to work. Lumina? Now that's not right. You're not supposed to throw your life away. I swear that kid is a demon. Angels of death and demons? You're attracting the wrong crowd, Snow. Whoa. No one is gonna stop me. You hear? Not you, definitely not her. If I have to fight the Savior, then I will. Ja, eine schöne Einführung, muss man sagen. Aber wir kommen gleich zum nächsten Video. Us, Snow and me. Once we fought desperately together against our fates. Now he's patron of a never-ending revel, presiding over a banquet at the end of the world. And I've become the savior. I'm a servant of God, sent to a world being consumed by chaos. Tell me, Snow. Has ever a day passed when you haven't thought about Sarah? The girl you loved? My younger sister? How long has she been gone now? She brought us together and made us allies and friends. I can't give her back to you, but I can save your soul and free you from your long torment. It'll be my first act as savior. So, dann fangen wir jetzt endlich mal mit dem natürlich Let's-Test an. Mit der gute Lightning. Es ist ein Spiel, das man auf jeden Fall wissen muss. Alright, Mr. Hellbestheim. Any ideas? What do I do next? Light, come on. Just call me Hope, okay? Right now your number one priority is Snow. Don't let him get away. So, wie wir natürlich auch so kennen, ist es Kampfgarnituren, Wechsel und Territorium. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Aber bevor wir natürlich mit dem Territorium beginnen, möchte ich ein paar Infos natürlich, was dieses Game angeht, loswerden. Es ist sozusagen, muss man sagen, der spirituelle Nachfolger nach Final Fantasy 13.2. Also wenn man dieses Spiel spielen will, muss man auf jeden Fall 13.2 und natürlich auch 13 gespielt haben, dass man eigentlich die Story verstehen tut. Es ist ein ganz anderes 13, wie man es gewohnt ist, weil man hat nur noch einen Charakter. Es ist nicht so das übliche Final Fantasy. Es ist eigentlich wie Crisis Core Final Fantasy 7 ein bisschen aufgebaut, aber auf eine interessante Weise, was ich empfinde. Ich habe auch jetzt nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von diesem Spiel gespielt. Mehr weiß ich auch nicht.
Deswegen, weil mir fehlt auch eigentlich der Input, was Final Fantasy 13.2 angeht. Aber ich will es euch natürlich näher bringen, dieses Game, weil es ist eigentlich schön gemacht, muss man sagen. Also beginnen wir mit dem Territorium. So, ja, das ist klar, was Bewegen angeht und so weiter. Die Ausführung von Fertigkeiten verbraucht unterschiedliche viel ATP. Das ist klar, was man auch bei Final Fantasy 13 so kennengelernt hat. Der ATP-Balken wird im Bildschirm links unten eingeblendet, da wie es markiert ist. Halte nach hinten gedrückt und die Fertigkeiten angreifen auszuführen, bis der ATP-Balken aufgebraucht ist. Natürlich spiele ich hier wieder mit dem Xbox One Controller. Und so, fangen wir gleich an mit den Attacken. So, zack, machen wir einen Blitz. Zack, bam, wunderbar. Und jetzt, eine Kampfgarnitur ist eine Zusammensetzung aus Ausrüstung verschiedener Fertigkeiten. Sie kann beliebig modifiziert werden und wirkt sich beziehungsweise oder zum Beispiel oder zum Bleistift auf deine paar Meter aus. Während eines Kampfes stehen drei Kampfgarnituren zur Auswahl. Aktuell sind zwei anwählbar. Wechsel mit E und U. Also bei mir links und rechts L1 oder LR1, den Moment zwischen den Kampfgarnituren. Also, da wechseln wir mal. Und jetzt haben wir die Dunkle Muse. Lightning trägt nun die Kampfgarnitur Dunkle Muse. Ihre Kampfkraft hat sich dementsprechend verändert. Jede Kampfgarnitur verfügt über einen eigenen ATB-Balken. Natürlicher roter ATB-Balken unter Kampfgarnitur Göttlichkeit wurde gegen den gelben ATB-Balken der Kampfgarnitur Dunkle Muse ausgewechselt. Und was da der Vorteil ist, er wird automatisch wieder regeneriert und aufgeladen, dass man heißt, man kann zwischen den zwei immer wechseln und die ganze Zeit angreifen. So, ATB-Füllrate inaktiver Kampfgarnitur. Die inaktive, also die augenblicklich nicht getragene Kampfgarnitur, besitzt eine verbesserte ATB-Füllrate. Der ATB-Balke der Göttlichkeit füllt sich also schneller auf als der der dunklen Muse, die du momentan trägst. Behalte immer die ATB-Füllstände und den Zustand des Gegners im Auge, denn der fliegende Wechsel der Kampfgarnituren wird im Kampf zu einem wichtigen strategischen Element. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Man muss halt sehr viel so... Oh, verdammt, jetzt habe ich Dreieck gedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht. So, eigentlich wollte ich Eis verwenden, genau. Und man sieht auch, dass die gute Lightning eigentlich ihre Klamotten wechselt, sobald man diese Garnituren wechselt. So. Ich muss sagen, grafisch gesehen sieht es wunderschön aus. Gleich ist es ein PlayStation 3 Import. Viel grafisch wurde nicht verbessert. Natürlich wurden ein bisschen die Texturen, Anti-Aliasing und so verbessert, aber das war's. Aber das am Anfang, dass auf einmal PlayStation 3 da steht, habe ich gedacht, ich muss euch das zeigen mit einer schönen Animation, weil das ist ja echt zum Fortschmeißen. Gut, so. Ja, die behalten wir natürlich. So. Ja, ja, das ist mir schon klar alles. Gut, nein. Verdammt, abbrechen. Ja, so. Sehr gut. Gut, dann fangen wir mal an. Und zack, greifen direkt an. So, natürlich muss man hier auch angreifen, die Leute, dass es natürlich auch weitergeht. Wie ihr seht, es läuft einigermaßen flüssig. Ich finde jetzt gerade krass, dass es auf 30 FPS runterrutscht. Aber das Spiel läuft eigentlich flüssig in 60 FPS normalerweise. Aber, naja, es gibt Schlimmeres. So. Das ist auch gemeistert, sehr schön. So, zack, machen wir gleich das nächste Battle fertig und bereit. Defensivmanöver, natürlich muss man auch abblocken können und das ist bei mir X in dem Moment, das tue ich jetzt mal. Ah, komm, wir lesen es noch mal vor. Du kannst erlittene Schaden reduzieren, indem du Blocken ausführst. Blocken verwandelt sich in Präzisionsblocken, wenn der Zeitpunkt des Blockens perfekt abgestimmt ist. Dadurch wird der Schaden noch weiter verringert. Halte die Taste gedrückt, um dauerhaft die Verteidigungsstellung einzunehmen. Führe mit M Blocken aus und analysiere die feindliche Angriffsmuster. So, dann schauen wir mal. Zack, sehr gut. Du hast den erfolgreich geblockt. Beobachte die Ausführung des gegnerischen Angriffs, um deinerseits zu blocken und größere DPP-Verluste zu vermeiden. Gut. Fallen die DP auf 0, bist du kampfunfähig. Ja, das ist ja klar. So, dann greifen wir mal direkt an. Wechseln gleich direkt zur dunklen Muse, dass es weitergeht. Zack, zack, der ist zu blöd und das Battle ist auch fini den Katate. Sehr schön. So, das läuft doch wie geschmiert. Gut. So, weiter geht's. Zack, zum nächsten Battle. Sehr gut. Gegner beginnen mit 10 weniger TP. Das ist immer vorteilhaft. So, komm. Zack, wunderbar. Das läuft doch wie geschmiert. So, zack, Wechsel. Ah, musste ich noch gar nicht mal. Ja, die Göttlichkeit ist natürlich auch die stärkste Form von Lightning zurzeit. Später weiß es ja natürlich nicht, weil ich ja nicht mehr gespielt habe. Deswegen kann ich sie auch nicht urteilen.
So, die nächste Tür hat sich natürlich eröffnet. Und jeder kennt ja natürlich den guten Hope. Das ist klar. Eigentlich ist die Story so, wie ich es verstanden habe. Okay. Savior, a sign of coming destruction or a promise of hope. I would like to bet on hope. If you believe you are the true savior, you'll need to be carefully prepared for the battles that await you on your journey. Ja, bei Krämern kannst du Verbrauchsgegenstände wie Heiltränke oder Phönixfedern kaufen, die einen Gesundheitszustand verbessern, Zustandsveränderungen heilen oder dich aus der Kampfunfähigkeit befreien. Du kannst jedoch nur eine begrenzte Anzahl davon bei dir tragen. Kaufe daher immer nur, was du unmittelbar benötigst. Gut, ich meine, wir brauchen jetzt eher weniger jetzt hier was in dem Moment. Natürlich wird uns hier gezeigt, was wir einkaufen können und so weiter, aber das tue ich jetzt wirklich überspringen, weil das brauchen wir jetzt nicht für den letzten Test, weil das ist jetzt unnötig Zeit, wo verblämbert wird. Natürlich von der Story her, da ist Snow. So, da ist Snow, also heißt es eigentlich von der Story her, dass man gegen Snow kämpfen muss. Okay, jetzt kann ich nicht mehr weiter rennen, weil da ist auch so eine ATB-Leiste. Alles klar, dann laufe ich lieber normal. Erstmal, zack. Ja. Dann machen wir gleich das nächste Battle. Man sieht, es ist eigentlich... Oh, gegen zwei Kämpfe mehr diesmal. Das ist interessant. Das wird jetzt was. So, natürlich schon mal auch dieses Territorium uns mal kurz angucken. Wenn du mehrere Gegner gegenüber kannst du mit Pfeiltaste links oder rechts zwischen ihnen hin und her wechseln. Ich denke mal, das ist der recht analoge Stick, was dem Joypad angeht. Wähle mit, aus welchem Gegner du angreifen möchtest. So, okay. Oder? Nein, auch nicht. Das ist eigentlich Kamera. So, nee, das ist auch eigentlich falsch. So, gut, ich muss den jetzt angreifen, sonst geht es dick in die Hose. So. So, wechseln wir mal. Sehr schön. Wunderbar. Wow, wow, wow. Jetzt greifen die mir beide an gleichzeitig. Das ist ja echt fies. So, wieder zur Göttlichkeit wechseln. Ja, aber das ist das, was ich noch nicht herausgefunden habe, was das angeht. Ja, vielleicht doch hier das Steuerkreuz. Ich weiß es ja nicht. Du hast das Ziel... gewechselt. Ändere das Ziel, wenn du einen einzelnen Gegner aus einer Gruppe zuerst bezwingen möchtest oder einen Flächenangriff nur eine bestimmte Anzahl Gegner in Mitleidenschaft ziehen soll. Bewege mit IKJL die Kamera, um die Zielerfassung zu erleichtern. Durch Drücken von Komma kannst du zwischen Nachsicht und Fernsichteinstellung wechseln, um einen besseren Überblick über das Kampfgeschehen zu erlangen. So, gut. Okay, ich muss wieder wechseln zur dunklen Muse, sonst geht es auch in die Hose. Aber das sind eigentlich keine Probleme, die Gegner. Am Anfang natürlich, das ist Einführung. Also später wird es ja auch anders sein. Man sieht diese verschiedenen Kampfposen, was auch interessant aussieht bei Final Fantasy 13. So. Ja, mir gefällt es eigentlich gerade nicht, dass die FPS-Zahl so runterrutscht, aber was soll man halt jetzt darunter ändern? Okay, da ist er. So. Nee, das ist falsch, das war... Nein, 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 nein. Ich muss jetzt... So, nee, das ist die Karte, alles klar. Okay, mit Kreis. Ah, hallo. Schlecht. Ja, schade. Naja, komm, machen wir dich mal schnell fertig, dass das auch fertig ist. Zack. So. Ja, das... Wow, sehr schön. Wir haben das Ding komplett unterbrochen, sein Blockmanöver. Ja, ich muss sagen, es ist halt ein ganz anderes Final Fantasy, was man gewohnt ist. Aber trotzdem gibt es Schlimmeres. So. Warte mal. Gibt es da nicht noch einen anderen Weg? Nach links oder so? Okay. Nö. Aber da gibt es nichts. Ja, das finde ich jetzt etwas frustriert, dass es nicht vollständig auf 60 FPS läuft, aber es gibt Schlimmeres, glaube ich mal. So. Weil normalerweise müsste es flüssig auf 60 FPS laufen, das Game, aber naja, es gibt Schlimmeres wirklich dazu. So, zack, wechseln. Oh, reicht ja auch ein Schlag mit der Muse. Ja, schöne Kampfpause, dass man schön den Hintern sieht. Ja, typisch japanisch halt. Wie Sex Sales, Alter. So. Okay. Ah, da ist Snow. Gut, Leute, dann hätte ich gesagt,
beende mir hier einfach mal das Let's Test. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, weil viel gibt's halt echt nicht zu sehen. Das ist die Einführung. Ich denke mal, das reicht für den Anfang vom Let's Test. Wenn ihr natürlich irgendwann in Zukunft mehr von Final Fantasy Lightning Returns sehen wollt und natürlich dann in besserer Qualität oder dauerhaften 60 FPS, meldet euch und natürlich werden wir dann ein Let's Play dazu machen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen beim diesem kurzen Let's Test. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Einführung des Spiels gehabt, aber das reicht, denke ich, erstmal, weil wenn man wirklich eine Einführung haben muss, müsste ich jetzt hier über eine Stunde Let's Test machen und darauf habe ich gesagt, ganz ehrlich, keine Lust. Deswegen wollte ich euch kurz den Anfang zeigen. Es sieht ja ganz interessant alles aus. Es sind interessantes Spiel. Es ist halt ein ganz anderes Final Fantasy, was man gewohnt ist. Final Fantasy 13 oder Lightning Returns ist noch dazu, dass es halt so irgendwie so wie Majora's Mask ein bisschen zeitbegrenzt ist, dass man sozusagen zurück in die Zeit dann rennen muss. Wie wir sehen, ist auch Lightning jetzt ein Gott. Grafisch gesehen sieht es auch wunderschön aus. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben, empfehlt uns weiter und abonniert uns, nämlich das ist gratis. Ansonsten, wir sehen uns natürlich zum nächsten Let's Test. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.